Hallo zusammen. Mein Name ist Marcel Kaufmann. Ich komme aus Liechtenstein und arbeite als pädagogischer ICT-Support in Buchs in der Schweiz. Ein Teil meines Berufes ist die Lehrerweiterbildung, ein Teil in Office 365. Ich möchte mich bei dir, Kurt, bedanken, dass ich ein Teil hier bei dieser Convention sein kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr OneNote im Fremdsprachenunterricht einsetzen könnt. Ich habe mir gedacht, ich möchte das anhand eines Englisch-Gedichtes zeigen. Ich habe jetzt hier einen Abschnitt gemacht mit O365Con, dann eine neue Seite öffnen. Das nennt sich jetzt zum Beispiel Englisch. Die Möglichkeit, dass er im Internet etwas sucht oder die Schüler schickt, ein Gedicht zu finden, auf Englisch zum Beispiel. Wenn ihr etwas gefunden habt, könnt ihr das markieren und dann einfach per Drag und Drop hier in OneNote hineinkopieren. Das Fenster kann ich jetzt schließen, das brauche ich nicht mehr, mache das ein bisschen breiter, damit man das auch besser sieht. Gut, Autor. Und wenn es veröffentlicht wurde, kann ich löschen, erlaube ich mir. Ich kann ja da immer habe den Link, damit ich das wieder zurück auf die Homepage finde, von wo ich das hineinkopiert habe. Im ersten Schritt sollen sich die Schülerinnen und Schüler das mal anhören. Sie gehen hier auf die Ansicht, auf den plastischen Reader und öffnen den. Ihr seht, es übernimmt es dann hier in den plastischen Reader. Die drei Symbole, die möchte ich euch zeigen. Das erste sind Texteinstellungen. Ich habe die Möglichkeit, hier verschiedene Größen einzustellen. Genauer vielleicht für Menschen, die eine gewisse Beeinträchtigung haben mit der Sicht. Hier könnte ich den Abstand, da kann ich den vergrößern oder wieder den verkleinern auch. Die Schriftart kann ich verändern, was euch am besten gefällt. Was ich auch toll finde, je nachdem kann ich auch den Hintergrund verändern, was auch da am angenehmsten ist. Die Grammatikoptionen sehen so aus. Ich habe die Möglichkeit, den Text, egal welcher Sprache, in Silben aufzutrennen, auch was vielleicht ein paar Schülerinnen und Schülern das Lesen vereinfacht. Hier habe ich die Möglichkeiten, die Wortarten zu markieren. Die Substantive heißen in der Schweiz zum Beispiel Nomen, die sind braun. Ich kann hier die Farbe einstellen, je nachdem in welchem Land, dass die dann in der richtigen Farbe eben auch markiert sind. Hier könnte man auch Beschriftungen anzeigen. Ich finde, dann ist das aber etwas zu unübersichtlich. Darum nehme ich das wieder raus. Als nächstes die Leseeinstellungen. Wenn ich da draufklicke, habe ich so den ganzen Text, wenn ich den Zeilenfokus aktiviere, dann habe ich nur noch eine Zeile. Je nachdem kann es das gewissen Menschen helfen, die sich dann besser fokussieren können auf das, was sie zu lesen haben. Zwei, drei Zeilen oder eben auch mehrere Zeilen kann ich hier einstellen. Das Bilderwörterbuch möchte ich euch nachher noch ein Beispiel zeigen, auch hier mit Übersetzen. Zeilenfokus nehme ich jetzt wieder raus. Gut, wenn Sie den plastischen Reader geöffnet haben, haben die Kinder die Möglichkeit, sich das Gedicht von einem Native Speaker mal anzuhören, indem dass sie hier auf die Wiedergabe klicken. Daneben hat es einen Knopf mit das ist der Geschwindigkeit, kann man hier noch einstellen. Ich habe jetzt eher langsam, weil es eine Fremdsprache auch, kann entscheiden, ob das eine Dame oder das ein Herr mir vorliest. Und jetzt drücke ich auf den Knopf. A simple Und plan. kann mir das mal anhören. Simple Sam was a simple man. He lived each day by a simple plan. Enjoy your life and live while you can. Make each day count and take a stand. Genau. Die Schülerinnen und Schüler können das dann mehrmals sich durch hören, dem Sinne auch oder auch leise für sich das mitsprechen, damit das einfacher schon gelernt werden kann. Wenn ich nicht sicher bin, wie was das Wort bedeutet, je nachdem, kann ich draufklicken, zum Beispiel auf Enjoy. Ich habe dann hier, kann es nochmals anhören, wie man das richtig ausspricht. Enjoy.
Enjoy, das Nachsprechen, oder dann eben auch das Umgekehrte, die Übersetzung, eben auf Deutsch. Das ist eben die Bildergalerie. Gewisse Wörter werden dann auch mit Bildern dargestellt. Day zum Beispiel als zweites Beispiel. Gut, wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler können das dann sich mehrmals anhören, leise für sich schon mitsprechen, damit sie ein gewisses Gefühl schon für das Gedicht bekommen. Sie können dann zurückgehen. Als zweite Aufgabe können Sie daneben eine Übersetzung machen. Ich habe das schon mal vorbereitet hier. Ich kopiere das einfach schnell rüber im English Poem, damit ihr nicht allzu lange beim Übersetzen zuschauen wollt. Was ich noch cool finde, ist hier dieses Wiedergeben. Ich kann hier auswählen, was er wiedergeben soll, und so ist Zeile für Zeile wird dann das so hingeschrieben. Gut, zurück wieder zum eigentlichen Beispiel. Gut, ist das übersetzt? Kann ich das nochmals, wie nachdem, mehrmals anhören? Und dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich parat, jetzt habe ich das gut geübt, kann ich mal testen, wie meine Aussprache ist. Ich gehe also auf Start und hier auf Diktieren und wähle jetzt zum Beispiel Englisch Vereinigte Staaten aus. A simple plan. Simple Sam was a simple man. He lived each day by a simple plan. Enjoy your life and live while you can. Make each day count and take a stand. Und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt das gemacht habe, kann ich das miteinander vergleichen. Simple plan. Und natürlich das jetzt noch verbessern. Simple Sam was a simple man. He left each day. Man kann es jeweils vergleichen. Hat er mich nicht gut verstanden, würde ich vorschlagen, dass die Schülerinnen und Schüler das sich nochmals anhören, nochmals gut einüben und dann nochmals beim Diktieren ausprobieren. Je mehr Sie das natürlich geübt haben, sollten Sie das dann irgendwann auch auswendig können. Als weitere Ideen würde ich vorschlagen, dass Sie Videos aufnehmen, sei das mit Greenscreen oder einem Stop-Motion. Möglichkeit ist natürlich auch mit Sketchnoting, damit Sie Zeichnungen dazu machen. Für mich ist wichtig, dass Sie auch mal nach draußen gehen können, solche Videos eben auch in der freien Natur machen können. Für mich ist mobiles Lernen überall. Nun hoffe ich, dass ich euch mit meinem Video etwas inspirieren konnte und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.